Toiletten. Klassisch japanische Toiletten sind unangenehm. Wie im anderen Video erwähnt. Loch am Boden, man hockt und man macht Geschäfte. Business as usual. Ja, hocken ist gesund, gibt's auch Yoga-Übungen, aber es gibt Leute, die können das nicht lernen, wie zum Beispiel wegen Knieproblemen. Aber egal. Es gibt Toiletten in Japan, die einfach genial sind. Die hochmodernen Duschtoiletten. Ach ja, kurz vorweg. Es gibt Toiletten mit einem Wasserhahn auf dem Spülkasten. Nach dem Spülen läuft da Wasser und da kann man sich die Hände waschen. Spart Wasser und das war früher sehr üblich gewesen. Okay, jetzt geht's richtig los. Die Washlets bzw. Dusch-WCs. Shower-Toilette. Beheizte Klobrille. Beim Sitzen wird man nicht erschreckt. Vor allem gut im Winter. Hat eine Fernbedienung. Ganz viele Icons. Stop, Rear, Front, Privacy, Pressure, Volume, Want Clean. Was macht das überhaupt? Schleudersitz? I believe I can fly. Nein, das ist die Mini-Dusche. Die Mini-Dusche spritzt dich an, macht dich sauber. Kann auch etwas bewegen, um alles vollständig zu säubern. Die Stärke lässt sich regulieren und auch die Position genauestens justieren. Für After und auch als Bidet. Zieht auch Gerüche ein. Und bei der Dusche fragt man sich, was machen, wenn die Fernbedienung den Geist aufgibt, wenn die Dusche läuft? Wenn die Stopptaste nicht mehr funktioniert? Wird der ganze Raum nass, wenn ich aufstehe? Nope, das stoppt automatisch, sobald man aufsteht. Das ist mittlerweile bei jeder Mega-Klobrille so. Ach ja, es gibt Fernbedienung, die sich durch das Reindrücken der Taste auflädt. Je nach Modell hält die Batterie ganz schön lange. Nächste Funktion. Das Ding spielt Sound, um deine Sound zu übertönen. Keine Ahnung, ob das gut ist, weil wenn plötzlich so ein künstlicher Wassersound oder was auch immer kommt, weiß jeder, dass du was tust. Es gab auch Modelle mit eigener SD-Karte. Make your own playlist. Be the DJ of the toilet. Yeah. Diese Funktion verschwand ziemlich schnell. Kann ich gar nicht verstehen. Gute Modelle sind auch noch mit einem Föhn ausgestattet. Sprich, das macht dich auch noch trocken. Erst gab es das in dem medizinischen Bereich schon in den 60ern. Aber damals war das so teuer wie ein Neuwagen gewesen. Anfangs war die Entwicklung auch sehr schwierig, denn nirgends gab es Daten zum Thema After-Position der Japaner. Also mussten die Mitarbeiter der Firmen wie Inax oder Toto kräftig mitwirken mit echtem Körpereinsatz. Nach unzähligen Fehlern und Versuchen ging es in den 80ern los mit dem Trend der Dusch-WCs. Aber es hat gedauert, bis sich das richtig durchgesetzt hat. Erst in den 2000ern hatten ungefähr 50% aller Haushalte ein Dusch-WC. Mittlerweile sind es über 80%. Übrigens, solche Washlets gibt es auch in Shinkansen, sowas wie der ICE oder moderneren Flugzeugen. Mittlerweile gibt es unzählige Modelle und die High-End-Geräte können zusätzlich noch sowas. Falls du besonders stinkst, gibt es auch bei besseren Modellen Power-Geruchskiller-Modus. Strahlend leuchtende Toilette wie ein Brunnen. Kenne ich von Zelda. Da muss man das Toilettenlicht nicht anmachen und man wird nicht wach dadurch. Die SD-Karte an der Toilette ist wie gesagt tot. Dafür gibt es die Smartphone-Funktion. Per App kann man jetzt Musik übertragen und auch mit dem Smartphone das Toilettensystem steuern. Du bist die Kommandozentrale. Enterprise, bereit zum Abheben. Apropos Abheben. Apropos. Oh, sorry. Es gibt Leute, die ein Spiel daraus gemacht haben mit Abheben. Das Game heißt Das Prinzip könnte bekannt sein. Du Spezi, du Fly. Und zurück. Ohne seltsame Gruben. Das macht das Putzen leichter und verbraucht wenig Wasser. Öffentlich und alleine und reinigt sich, wenn man sich der Toilette nähert. Schließt auch von sich aus. Also eine echte Absenkautomatik. Natürlich geht das auch manuell. Und das Ding beißt dich auch nicht, wenn du da sitzt. Mittlerweile auch schön Strom sparen. Selbst bei Dauereinsatz verbraucht das nicht einmal 2 Euro im Monat. Yo, danke, dass ihr das Toilettenvideo bis zum Schluss angeschaut habt. Es soll auch irgendwie Toiletten kommen, die mit deiner KI ausgestattet ist und immer nach deinem gesundheitlichen Zustand checkt. Klingt irgendwo interessant, aber auch so ein bisschen scary. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt braucht, aber die Dusch-WC-Funktion, die ist schon sehr genial. Ach ja, zur Feier des Videos habe ich ein Dusch-WC-Shirt online gestellt. Könnt ihr auch mal gucken, wenn ihr Bock habt, in meinem Merch-Shop. Danke für euren Support immer, für euren Daumen hoch, Mitgliedschaft, Abonnement, Kommentare, bin ich euch immer dankbar. Danke, danke. Arigato. Vielleicht habt ihr es auch so insgesamt gemerkt, aber passend zu dem Thema wollte ich einfach ein Shitty-Video machen. Hoffe, es hat euch gefallen. Erzähl mir mal ruhig, ob ihr auch ein Dusch-WC zu Hause habt oder haben wollt. Also wenn ihr mal im Internet nachschaut, gibt es auch schon durchaus Läden und Firmen, die sowas anbieten. Aber sollte ich irgendwas Interessantes finden, werde ich das auch später in die Beschreibung packen. Das war Hiro von Einfach Japanisch. Japanisch Toiletten ist ziemlich einfach, oder?